Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ein Antrag zum Radwegebau, zur Beschleunigung, zum Bürokratieabbau, da kann ja eigentlich keiner was haben. Das sind ja alles Wohlfühlthemen, schöne Aussagen, schöne Worte. Aber liebe Frau Tippelt, das Problem ist, ich habe Ihren Antrag tatsächlich gelesen und ich habe mir auch die einzelnen Punkte und Ihre Forderungen tatsächlich angeschaut und vielleicht haben Sie es nicht gewollt und nicht so gemeint, aber da steht natürlich schon ein wenig Sprengstoff drin. Denn was ist mit Ihrer Forderung in Punkt 2? Sie haben es in Ihrer Rede auch gesagt, Sie fordern hier, dass die Mittelvergabe für den Radwegeneubau an Straßen neu verteilt werden sollen. Es sollen neue Bewertungskriterien aufgestellt werden. SPNV, ÖPNV soll ein Kriterium sein, weiter später Lückenschluss soll ein Kriterium sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist so, dass in Niedersachsen seit 2012 diese willkürliche Entscheidung nicht mehr besteht. Es gibt seit 2012 ein Radwegekonzept, wo in einer Konsultation mit Kommunen alle Maßnahmen, nach welchen man priorisieren kann, zusammengetragen werden und eine Bedarfsplanliste erstellt wird, die dann abgearbeitet wird. Und damals von CDU und FDP aufgestellt, kann so schlecht nicht gewesen sein, denn Olaf Lies hat sie bei der rot-grünen Regierungskoalition nicht nur beibehalten, sondern 2016 sogar tatsächlich fortgeschrieben. Und Sie wollen jetzt hier die Kriterien, die Spielregeln für den Radwegebau neu festschreiben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sagen Sie jetzt beispielsweise den Bürgern in Engelbostel und Bärenbostel? Da hat Minister Altusmann letzte Woche noch eine Anfrage von uns beantwortet, wann dann dieser Radweg tatsächlich gebaut wird, der jetzt auf Platz 4 dieser Liste tatsächlich steht und während der Baumaßnahmen davor als nächstes dran ist. Das ist ein Radweg und jetzt kommen wir mal auf die Frage, was ist wirklich das Problem? Ist es wirklich die Bürokratie, die das Problem auslöst oder liegt der Hase woanders begraben? Der 1996 das erste Mal quasi in die Diskussion gebracht wird, 1996. Zwischendurch war auch noch ein Radwegeneubaustopp damals von Gerhard Schröder dazwischen. Dann kam sozusagen die Platzierung auf Platz 4 in diesem Radwegekonzept des Landes Niedersachsen und seitdem wartet man drauf. Und das Ministerium von Olaf Lies hat am 28. März 2016 den Bürgern dort gesagt, am 16.04. geht's los. Da kommen die Vermesser, 2016 kommen die Vermesser. Nun war die Aussage vom Ministerium damals nicht falsch, war nicht gelogen, weil er hat abgesagt. Nun ist das so, die Vermesser haben wahrscheinlich von April bis November die Orte gesucht und nicht gefunden, weil tatsächlich kamen sie erst im November an. Dann hat man auf einmal festgestellt, man könnte den Radweg noch ein bisschen länger bauen, nämlich nach Bärenbostel rein. Anstatt den ersten schon mal zu bauen, hat man dann tatsächlich gesagt, vermessen wir noch mal neu und überlegen uns sozusagen die anderen Strecken tatsächlich noch mal neu. Und jetzt kommen wir dazu, dass Minister Altusmann gesagt hat, ja, wir planen jetzt 2020 die Planfeststellung zu beantragen. Dann könnte man 2022 mit dem Bau beginnen und 2023 wäre der Radweg dann fertig, der 1996 mal angeregt worden ist und gebaut werden sollte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind diese ganzen bürokratischen Fragen, Klagen etc. noch gar nicht drin in diesem Zeitraum. Nein, es ist schlicht und ergreifend so, dass nicht die Ressourcen vorhanden waren, die Planung voranzutreiben und nicht das Geld vorhanden war, die Planung tatsächlich durchzuführen. Das ist der eigentliche Punkt, warum der Radwegebau in Niedersachsen so lange dauert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und da kommen Sie natürlich in Ihrem einen Punkt auch noch dazu, dass Sie wirklich richtig sagen, und das ist der Kernpunkt, man sollte dauerhaft die Mittelerhöhung für den Radwegebau im Landeshaushalt vornehmen. Nein, das sagen Sie nicht. Sie sind ja als Abgeordnete der Haushaltsgesetzgeber. Sie beschließen über die Höhe der Mittel als CDU und als SPD. Und Sie sagen nicht, Sie wollen die Mittel erhöhen. Sie bitten die Landesregierung zu prüfen, ob Sie die Mittelerhöhung dauerhaft machen dürfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie klein kann man sich als Abgeordneter eigentlich machen? Über Jahrhunderte haben Parlamente das Haushaltsrecht für sich erstritten. Und Sie beschließen hier, die Landesregierung zu fragen, ob Sie Mittel einsetzen dürfen. Wenn Sie vorher das Go vom Finanzminister oder vom Wirtschaftsminister und vom Ministerpräsident einholen müssen, dann machen Sie das bitte. Aber lassen Sie doch nicht das Parlament dieses Verfahren beschließen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sind diejenigen, die entscheiden, ob Radwege gebaut werden oder nicht. Nicht die Exekutive. So klein dürfen selbst Sie sich nicht machen.